trotz riesiger Kampagnen gegen die AfD, ob es jetzt in Form von Korrektiv ist oder ob es jetzt in Form von diesen neuen Vorwürfen gegen Maximilian Kral ist, wirklich ein epochaler neuer Umfang, so riesig, wirklich medial riesig, auch von den Mainstream-Medien komplett hochgepusht, wurde jetzt eine ganz neue Umfrage von INSA erstellt für die BILD. Und was ganz brisant ist, in dieser neuen Umfrage kommt die AfD weiterhin bundesweit auf 18%. Das heißt, dass das immer wieder gesagt wird, dass, also wenn jetzt die AfD wirklich Landesverräter wären, dann würden sie nicht mehr auf 18% kommen. Heißt, die Bürger, vor allem ein großer Teil der Bürger, sieht das Ganze anders. Und damit sind sie die zweitstärkste Kraft. Auch für die Europawahl bleiben sie weiterhin trotz der ganzen Vorwürfe ganz stabil bei 17%. Und das ist wirklich extrem gut, denn wenn man den Vorwürfen Glauben schenken würde, würde man ja eigentlich die AfD nicht mehr wählen. Lassen Sie mich mit Ihrer Meinung dazu in den Kommentaren wissen und abonnieren Sie mich kostenlos, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen.